Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Ich bin's, euer Patrick. Bei mir ist euer Christopher. Guten Tag. Und heute haben wir wieder ein Legacy-Deck für euch. Und ich muss gestehen, ein sehr cooles Legacy-Deck. Ich habe letztens erst damit gespielt und war sehr begeistert davon. Und dann sagt der Christopher gleich, er könnte das Deck checken von alleine. Ich war so, ja, sickes Deck. Insofern zeigen wir euch die Ninjas. Yes. In Dimir-Farben. Super, oder? Es gibt leider keine weißen und grünen und roten. Ninjas? Nein, gibt gar keine? Es gibt nur, ja, es gibt halt Changelings, aber okay. Es gibt nur schwarze und blaue, obwohl es flavormäßig sollten die Ninjas eigentlich grün sein. Warum? Ich weil es von Baum zu Baum springen? Nein, das ist einfach japanische Kultur, weil Ninja-Clans sehr oft in den Bergen gelebt haben und sehr naturbezogen waren. Sollten sie aber rot sein? Nein, das ist grün. Die Berge? Naja, also ich habe meinen Mountain für rotes Mana, nicht meinen Mountain für grünes Mana. In den Wäldern, sagen wir so, in den Wäldern. So. Ja, und die ganzen, ich meine, das ist eine Geschichtsstunde, auch die ganzen Herbal Essences sind ja von der Natur entstanden. Und die Ninjas waren ja nicht nur dieses klassische Hollywood-Ninja-Bild, sondern Ninjas waren ja Heiler und eigentlich auch Verkleidungskünstler als solches, weil der normale Mensch stellt sich vor, Ninjas sind die sind schwarz angezogen und huschen durch die Gegend. Nein, es ist, ja, das ist das Bild, das Hollywood von Ninjas oder Ninjutsu gemacht hat, ist natürlich nicht der Fall. Also Ninjas waren Verkleidungskünstler. Ninjas waren oft im Clan unterwegs als Schausteller, okay. Weil sie einfach so sich unter die Leute mischen konnten und Informationen gesammelt haben, ja. Das war so ein Secret Service. Eigentlich ja, aber Hollywood, also Hollywood und diese ganze Popkultur hat das natürlich verzerrt. Und es ist cool und mir gefällt es auch, aber mal ein bisschen den Hintergrund und nicht einfach nur sich berieseln lassen und nicht nachdenken. Okay. So, aus diesem Grund bin ich dafür, dass es genauso grüne, rote und weiße Ninjas gibt, weil es einfach passen würde von der Historie des Ganzen. Cool. Wizards do it. Gut, schauen wir uns trotzdem mal diese Ninjas an. Also schauen wir uns mal die Mana-Base an. Man spielt 4 Snow-Covered Islands und 2 Snow-Covered Swamps. Ja. Ich verrate, es ist vollkommen unnötig, dass man Snow-Covered spielt. Das Nein, ist nur, es damit, ist nicht unnötig. Damit ich länger reden muss. Nein, es ist nicht unnötig. Und ich habe gehofft, dass du das sagst, dann kann ich dich nämlich belehren wieder einmal. Dadurch, dass du ein zweifärbiges Deck bist, ja, kannst du 8 Fetch-Länder spielen, die dir auf Basics fetchen. Mit 4 Prismatic Vista und 4 Polluted Delta. Ja, aber Prismatic Vista fetcht auf Snowcover, also fetcht auf Basics. Ja, eben. Ja, aber es ist trotzdem besser. Du hast ein Chance. Jetzt ist ein Chance. Nein, es ist raus heute. Okay, du spielst. Du kannst auch nur Island und Swamp ja, spielen, aber es ist halt schon cooler. Finde ich schon. Wenn du sagst, jetzt spielst du ein Ninja-Deck und lass dich von der Hollywood-Kultur Nein, beeinflussen, dann willst du auch, dass es kalt der ist. Der Vorteil ist, dass es nur Covered Island spielt, ist, dass die Leute, wenn du den legst und dann einer deiner Spells spielst, der jetzt kein Ninja ist, nicht wissen, was du spielst. Und glauben, du spielst vielleicht irgendein blaues Kontrolldeck. Du spielst natürlich 2 Underground Sea. Ja. Dann spielst du die Fetchländer, eben die 4 Prismatic Vista, die wir angesprochen haben, und die 4 Polluted Delta. Das ist halt einfach gut, deswegen hast du so viele Basics drin und die Vistas, dass du dir immer auf das Basic-Land fetchen kannst. Das heißt, du bist Wasteland-Protected, unter Anführungszeichen. Und du musst nicht einen wilden Split aus Fetchländern spielen, dass du ein paar schwarz, ein paar weiß, sondern du kannst eben direkt mit den Vistas, also mit 4 Vistas und mit 4 Deltas auf deine Basics fetchen. Ja, und dann spielst du trotzdem noch ein Flooded Strand und ein Scalding Tarn. Ja, das könnte auch ein Misty Rainforest und was weiß ich was sein, ja. Ja. Es geht einfach darum, dass du noch 2 zusätzliche Fetchländer für den Underground Sea hast oder für Blau, ja, weil Blau doch die Hauptfarbe des Decks ist. Ja. Also das sind 12 Fetchländer und 8 fetchbare Länder, das sind in Summe 20 Länder. Mhm. Schauen wir uns mal deine Kreaturen an. Ja. Da fangen wir an mit 3 Ornithopter. Das sind keine Ninjas, ich bin enttäuscht. Also es gab ja an und dazu mal die Ninja Fairy Steel hat das geheißen, ja, das Deck. Ich glaube, wir haben nie ein Deckzug drüber gemacht. Nein. Ne? Die haben eigentlich keine Ornithopter damals gespielt oder sehr wenige. Mhm. Aber es gibt jetzt eine Karte, die eben Ornithopter besser macht. Ja, kommen wir später dazu. Da reden wir später drüber. Ansonsten ist ein 0-Mana-Drop, der angreifen kann und schwer geblockt wird. Yes. Was gut ist für Ninjitsu. Liegt 0-2er. Ja. Dann haben wir 3 Changeling Outcast. Das ist fast ein Ninja. Das ist ein Ninja.
weil es einfach ein Changeling ist. Ja. Das ist aber auch gleichzeitig ein Doppter, was dann wichtig ist für eine andere Karte. Ja. Der Split ist so, du möchtest auf jeden Fall, also es gibt Listen, die spielen effektiv 8/0/1-Mana-Creatures, damit du Turn 1 auf jeden Fall ein Viech legen kann, damit du Turn 2 sofort angreifen kannst und halt unblockbar bist. Und die meiste Zeit sind halt die One-Adopter. Wer legt dann 1-1er Flyer Turn 1 in Legacy? Original sehr wenig Leute. Ja? Ja. Und dasselbe ist der Changeling Outcast, kann halt nicht geblockt werden. Das heißt, du möchtest, dass du Turn 2... Der kann ja wirklich nicht geblockt werden, der steht ja drauf. Der muss man jetzt sagen, beim Changeling Outcast steht er drauf, er kann nicht blocken und er ist auch unblockbar. Genau. Und damit ist er natürlich der Allerbeste. Ja, er ist echt gut. Weil er nebenbei natürlich, dass er immer connected halt auch Damage macht und halt natürlich für den Ninja so relevant ist. Du spielst aber natürlich auch noch 4 Baleful Strix, weil du die Strix so gern hast. Erstens finde ich Strix super gut, zweitens hat Strix ein eingebautes Removal, ist in den Farben und drittens kannst du es mit dem Ninjutsu immer wieder verwenden. Und es ist immer die Frage, was willst du in weiterer Folge spielen? Wenn du ein Changeling Outcast oder ein Ornithopter spielst, dann Ninjutsust du deinen Burschen oder deine Dame rein, ziehst Karten, dann hast du wieder 0-2 auf der Hand. Wenn du keinen Ninja hast, legst halt ein 0-2 aufs Board und ja. Ja. Ich meine, wir haben Gott sei Dank andere Verwendungsmöglichkeiten mittlerweile. Jedoch ist Baleful Strix auf der Hand trotzdem wieder gut, weil ich spiele einen Strix, ich ziehe eine Karte, ich kann potenziell einen Counter ziehen oder ein Card Selection Spell oder eben wieder einen Ninja, kann wieder hinein die Fähigkeit machen und habe meinen Strix wieder und habe halt so auch Steady Card Draw, den ich in dem Deck sowieso habe. Also wer Karten ziehen gerne mag, so wie ich, das könnte sich das Deck anschauen, könnte es spielen, weil man sieht sehr viele Karten sehr schnell. Ja. Dann schauen wir uns mal den ersten Ninja an. Wir haben 4 Yuriko the Tiger's Shadow. Ja. Die ist ja, also ist ja das Commander-Deck. Genau. Ja. Genau. Und ist ja eine, also ich muss gestehen, wie ich das erste Mal gespielt habe, habe ich nicht mal gewusst, was sie macht. Ja, ich habe mein Gegner Changing Outcast gelegt auf Asiatisch. Ich werde mal erklären müssen, was der macht. Dann hat er mich angegriffen, dann habe ich gedacht, okay, was passiert jetzt? Dann hat er die reingeninjert und dann habe ich gesagt, was machst du denn überhaupt? Für ein schwarzes, ein blaues nämlich. Ja. Macht theoretisch einen Damage, hat nur einen Power, genau, aber deckt die oberste deckt Karte. Die oberste Karte auf und der Gegner frisst einen Damage. Von Converted Mana Cost zusätzlich. Ja, aber für alle Ninjas. Für alle Ninjas. Für alle Ninjas. Das heißt, connecten, auch wenn du noch einen Changeling Outcast zusätzlich liegen hast oder triggert einen anderen Ninja, zweimal. Triggert das. Ja. Ja. Und ich habe Games gehabt, wo ich einfach über Yuriko gewonnen habe. Ja. Und du nimmst die Karte auf die Hand auch, oder? Natürlich, natürlich. Natürlich, natürlich. Und dann haben wir noch einen Ninja, den anderen, den Ingenious Infiltrator. Genau, der war in Modern Horizons, so der wie Changeling Outcast. Genau. Und der, wenn er Damage macht, zieht halt einfach nur eine Karte. Alle Ninjas ziehen eine Karte. Genau. Das heißt, wenn du eine Yuriko und einen Ingenious Infiltrator hast, gehen beide am Stack. Ja. Du ziehst mal zwei Karten. Nein, nein, also du machst einmal die Damage von der ersten Karte, ja. Dann ziehst du beide Karten. Ja, genau. Und wenn du einen Outcast hast, auch noch hast, dann passiert das gleich dreimal. Ja. Also du kannst halt unendlich viele Karten mit dem Deck ziehen. Ja, du ziehst allein schon mit den zwei 4 Karten. Ja, also wenn beide liegen, sind es 4. Ja. 4 Karten halt macht für 2 Karten Damage. Ich meine, du ja. musst natürlich deinen Trigger ansagen. Kannst sagen, ah, oh, das hat 4 Mana, da mache ich einen Schaden, da ziehe ich eine. Da. Ja, er muss dann halt immer sagen, der Trigger Reveal, der Trigger Yuriko, Reveal und dann erster, zieh. Zweiter Trigger und dann ziehe ich 2 vom Infiltrator. Genau. Das Coole ist an dem Deck, wenn wir jetzt schon sehen, dass du einfach deine Play-Patterns hast, das ist Turn 1 Ornithopter oder Changeling Outcast und Turn 2 kommt der erste Ninja und du ziehst eine Karte. Ja. Weil sie eben beide sich selber setzen sofort. Sich selber sofort ersetzen und mit Schwarz-Blau Turn 2 reingeninjert werden können. Mhm. Du spielst keine Ninja of the Deep Hour, weil der halt schlecht. Nur für sich selber zählt. Ja. Das ist auf alle Ninjas natürlich fett. Und jetzt kommen wir zu einem Artefakt, das mich beim Matchup am Ultra getiltet hat. Dieser Retrofitter Foundry. Ja, das ist auch eine Commander-Karte. Ein zusätzlicher One-Drop spielst du. Du kannst dir einen Topter machen, du kannst einen Topter opfern. Opfer. Nein, du kannst das erste Mal ist kein Topter. Entschuldigung, ein Servo. Genau, du machst einen Servo. Ein 1-1. Du kannst ihn opfern, um einen Topter daraus zu machen. Du kannst einen 1-1er Flying Topter machen. Ja. Und du kannst einen Topter opfern, damit du einen 4-4er machst. Genau, und du kannst für 3 Mana das Ding auch wieder enttappen. Weil das, das Machen kostet immer. Das Topter oder Dings machen kostet Mana und Tappen. Mhm. Das heißt, du kannst auch öfter machen, wenn du dann mehr Mana hast, wenn du fluten solltest. Was bei viel Kartenziehen natürlich passieren kann, dass du all deine Länder irgendwann hast. Und wo wir jetzt wieder
zurück sind. Der Ornithopter ist natürlich ein Topter, das heißt, wir können aus also 0-2 und 4-4er machen. Das ist dein 1 dann, so by the way. Ja. Also dein 1 liegst du, hast dein 2, greifst du mit dem 4, hast den, kannst du mit dem 4, also kannst du den 4-4er produzieren, ja. Genau. Und du hast dann mit Changeling Outcast eben auch, was du brauchst. Das ist entweder ein Server, wenn ich ein Nein, da bist du immer ein Topter, weil der 4-4er ist ein 4-4-Flieger-Topter. Ja, je nachdem. Ja. Kommt drauf an, wenn ich einen Flyer brauche, einen 1-1er, wenn ich gewinne, dann mache ich einen 1-1er Flyer. Ja, aber der andere ist auch 4-4 fliegend. Nein. Nein? Der geht nur. Der geht nur? Bist der du geht sicher? Nur. Natürlich. Okay. Der ja. geht nur. Aber trotzdem, 4-4? Es ist trotzdem 4-4 und 4-4 ist in Legacy schon ein, ja. ist schon gut. Ja. Also ich hatte ein Matchup, wo er gemacht hat, Ornithopter, Retrofitter, Foundry und das hat mich allein beinahe getötet, ja. Weil es einfach, der 4-4er ist dann halt einfach größer als alles, was ich mache. Ja, da hilft auch nicht, wenn ich mein Oko-Elchen mache, ja, weil der ist kleiner. Ja. Und wenn ich immer 3-3er gebe, ist zwar besser als ein 4-4er, aber haut mir trotzdem gescheit. Ja. Also, richtig Banane. Die nächste Karte ist natürlich auch nett, weil sie halt auch dieses Problem ein bisschen von endlos Kreaturen produzieren macht, ja. Das ist nämlich eine Bitterblossom. Genau, und das ist der Unterschied zu meiner Decklist, dem Patrick ist das gleich aufgefallen. Ja. Die meisten spielen 3 Retrofitter Foundry. Ja. Ich bin ein großer Freund von Bitterblossom, einfach weil ich einen zusätzlichen 2er Drop habe, der mir Steady Creatures macht. Das ist einmal ein Investment. Okay. Das ist nicht öfter ein Investment. Und jede Runde da 1-1er Flyer, der sich auch gerne vom Ninja ersetzen lässt. Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, also ich weiß, ob es jetzt besser ist für Retrofitter, aber es ist natürlich ein interessanter Split. Ja. Es ist natürlich so, wenn der Gegner Planeswalker hat und auch in Legacy kommt der Planeswalker durch, weil jeder spielt Oko und Hearts of the Fairy. Und Mindless, der spielt 10 Planeswalker oder so. Also, ja. Und von daher ist Bitter Blossom auch eine Karte, die Planeswalker sehr gut pressuren kann. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Dann spielt das Deck Removal in Form von 3 Fatal Push. Jo. Das ist den ganzen kleinen Scheiß einfach am Anfang weg. Ja, und also ich spiele momentan Snoko, ja, und er greift an. Ich will in meinen Dings reinhauen, meine Schlange, Schlangenüberraschung, Fatal Push, Schlange weg. Schlange weg. Ja, bitter. Also das ist halt auch richtig gut in dem Deck. Yes. Dann natürlich die klassischen blauen Spells, um das Deck zusammenzuhalten. 4 Brainstorm, 4 Ponder. Ja, es gibt Verrückte, die spielen dann noch 2 Preordain dazu. Okay. Also wirklich so 10 Karte, ich habe mich dann für was anderes entschieden, weil ich eine Grätzen bin. Also mir reichen diese 8 Card Selection Spells plus diesen vielen Card Draw, den man durch die Ninjas hat, plus die 4 Baleful Streaks, die andere Listen nicht spielen und ich spiele nur 2 oder 3 und ich spiele halt einfach 4, damit ich auf dem Card Draw noch ein Removal drauf habe und ein 1-1er Flyer. Ja, und ich finde, also ich habe das Deck selbst, ich habe nur dagegen gespielt, ja, aber ich denke mal, Brainstorm und Ponder reichen eh, wenn du halt 8 Kreaturen hast, die Karten ziehen. Also eigentlich 12 Kreaturen kannst du die Karte ziehen, die Strixen und die 4 Ninja, die 8 Ninja. Das heißt, ja, weil ich meine, wie gierig willst du noch sein? Naja, bis zum bitteren Ende. Okay, dann haben wir noch Counter. Wir haben 3 Days, ja. Natürlich klassisch für ein Tempo-Deck, weil das bist du ja in Wirklichkeit. Genau, und das ist halt deshalb sind auch eben diese vielen Snow-Covered Islands drin oder die Basic Lands eben, weil du die Basic Lands retour nehmen kannst für dein Days. Ja. Passiert alles sehr schnell, also du gehst relativ schnell ab mit dem Deck, wirklich klassisches Tempo-Deck. Es geht zack, 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 Sache hat sich erledigt. Ja. Dann natürlich 4 Force of Will. Weil beste Karte in Legacy. Ja, und du hast genug Blau, um es alles zu countern. Und deine Liste spielt, interessanterweise, das finde ich richtig cool, 3 Standstill. Genau, also das ist noch ein Überbleibsel von dem Fair Ninja-Stil von früher. Die haben 4 Standstill gespielt. Ich spiele nochmal 3 Standstill, weil die Listen eben anders ausschauen. Wir haben bessere Ninjas. Ich bin trotzdem noch immer der Meinung, Turn 1 Ornithopter oder Outcast into Turn 2 Standstill, dass du protecten kannst. Ja. Und dann muss der Gegner spielen, dann ziehst du 2 Karten, dann kannst du vielleicht countern noch. Das heißt, der Gegner hat keinen Spell, du hast 2 Karten gezogen, hast den Counter und dann ninjas du hinein und ja, dann ziehst du noch mehr Karten. Wenn das erste Standstill weg ist, legst du das zweite Standstill und es geht so weiter und so fort. Ja. Ja. Oder auch Turn 1 Retrofitter Foundry, Turn 2 Standstill ist ja schon. Genau. Also es war die langsamere Variante, aber er muss halt dann trotzdem sich um die Foundry kümmern, sonst stirbt er einfach an dem Strom von kleinen Scheißkreaturen. Absolut. Oder halt dann 4-4 in irgendwas. Also die besten Play-Patterns, die ich hatte, war wirklich Turn 1 Changeling Outcast, Turn 2 Attack into Yuriko, Turn 3 Standstill Protected mit Force. Und greif an, zack, und greif an, zack. Und du musst was casten, ja. Zieh 2 Karten, forst das noch einmal und dann war es eh schon vorbei. Die meisten Gegner schieben dann zusammen, weil es ihnen keine Freude mehr macht und weil sie halt wissen, okay,
du kommst nicht an dieser Flut von Card Draw zu. Ja, die Card Advantage ist enorm. Und ich meine, die Card Advantage ist auch relativ wichtig in dem Deck, weil ja, muss man jetzt auch noch sagen, bevor wir zum Sideboard gehen, sowohl Yuriko als auch, also Yuriko ist eine 1-3er. Ja, ist eine Legende. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Infiltrator auch eine ist. Nein, der ist keine Legende. Aber zumindest weitere Yurikos haben kein Value für dich. Das heißt, du willst in die Force pitchen können oder willst halt, also du musst mit toten Handkarten rechnen ab einem gewissen Punkt im Deck. Absolut, ja. Auch das zweite Fitter Foundry ist nur nett, aber bringt jetzt auch nicht mehr. Nein, das spielst du auch nicht, das hast du auf der Hand. Gut, komm, schauen wir uns das Sideboard an. Mhm. Du hast zwei Plague Engineers. Die sind sehr gut gegen Elves, die sind sehr gut gegen Goblins, die sind sehr gut gegen dessen Texas, weil du es auf Human legst. Mhm. Du kannst Problemsachen wie Mother of Runes einfach eliminieren. Ja. Ja, selber ist er natürlich auch ein 2-2er Death Toucher. Was dem Ganzen noch einen schönen Hut aufsetzt. Ja. Gegen jedes Creature-Matchup spielst das, du kannst das bringen. Ja, das in Texas haben wir gesagt, Goblins, Elves. Du kannst es sogar bringen gegen Storm, wenn er aus irgendeinem Grund über auf die Creatures abgehen muss. Du kannst das machen, du kannst gegen Midrange-Decks bringen. Ja. Das ist eine gute Karte. Das ist eine saustarke Karte. Dann spielst du zwei Lilianas Triumph. Ja, genau, das ist die beste Überleitung. Trunen Nemesis natürlich. Das kommt dann dazu. Also Plague Engineer gegen Trunen Nemesis, grandios. Mhm. Trunen Nemesis selber spielen war früher eine Option, ist aber mittlerweile zu teuer. Einfach, du musst noch schneller sein. Ja, drei Mana ist halt schon. Aber du musst mit Plague Engineer und Lilianas Triumph einfach Trunen Nemesis wegbekommen. Ja. Dann haben wir noch drei Sautzis und das haben wir drei Sautzis als Hand-Stuction. Genau. Und dann haben wir weitere Counter in Form von zwei Hydroblast. Mhm. Gegen alles, was rot ist natürlich. Was ich sehr interessant finde. Und du hast halt nur ein Mana. Also Mana ist schon, kann schon ein Issue unter Anführungszeichen sein. Okay, weil das Ninjitsu halt auch immer Mana kostet. Ninjitsu kostet Mana und du willst es halt durchgehend machen. Mhm. Und du spielst nicht so viele Länder selber, davon sind sehr viele Fetch-Länder. Das heißt, ja, du hast acht, wie wir halt gesagt haben, die du spielen kannst, ja. Da hast du eine Force of Negation noch, hast du sie zusätzlich. Ja. Und als Catch-All-Removal ein Engineered Explosives. Genau. Das ist einfach eine Karte, die man bringen kann. Man muss die nicht bringen. Ist halt auch gut gegen Tokens oder Ja, genau. Du kannst sie nur auf 1 und 2 machen, aber. Ja, du kannst sie nur auf 1 und 2 machen, ja. Ja, aber das reicht. Also, du kannst super fancy sein, du kannst ein Bio spielen oder sowas, dass du auf 3 spielst. Ja. Tut auch nicht, oder wahrscheinlich ein Tropical Island und kein Bio. Wenn du wirklich sagst, hey, ich will die Möglichkeit haben, Explosive auf 3 zu spielen, dann spiele ich ein Random Tropical Island Main Deck. Ja. Und der Gegner weiß erst recht nicht, warum macht er das. Ja. Ich warte auf die grüne Karte, was passiert. Ja. Der fürchtet sich dann von Veil of Summer. Möglich. Also das ist so ein, ich meine, das ist ein Investment, weil ein Tropical Island kostet was, ja. Aber es ist kein Investment, für, wenn ich es habe, dass ich es ins Deck reingebe. Also ich spiele ein Fetch weniger, spiele ein Tropical Island und bin fancy und kann meine Explosive 3 spielen. Und Veil of Summer spielen. Vielleicht. Gut, dann hast du noch vier Leyland of the Void als letzte Karte im Sideboard. Ja, weil Graveyard in Legacy ganz stark ist. Noch immer. Hogak ist stark. Ja. Hogak, Dredge ist stark. Ja, Bridge. Bridge ist stark. Dieses Bridge-Deck ist echt dick. Also dagegen habe ich jetzt zweimal erst gespielt und das ist beides mal echt lästig. Breach. Breach. Breach immer. Ja, Breach. Die rote 2-Mana-Enchantment-Karte. Aus deres Jenseits des Todes. Genau, danke. Was bei dem Deck interessant ist, jetzt wo wir fertig sind, ist auch, dass es keine Wastelands oder so spielt, obwohl es ein zweifarbiges Deck ist. Ja, aber es, also, na, ja. Liegt daran, dass man, es so mana-intensiv ist. Ja, man kann es schon über, also man könnte Flooded Rain und Scarling dann cutten, mit 8 Fetches und 8 fetchbaren Sachen spielen und 2 Wastelands spielen. Ja, probiert es. Ich habe es noch nicht probiert. Es wäre die logische Schlussfolgerung gegen Lance beispielsweise. Ja. Also der Eddie, gegen den ich das gespielt habe, wo ich das Deck zum ersten Mal gesehen habe, hat gemeint, er spielt deswegen keine Wastelands, weil es eben mit dem Retrofitter Foundry so mana-intensiv wird, weil du dann halt Kreatur machen willst, enttappen willst, die nochmal opfern willst und dann brauchst du halt deine ganzen Mana und deswegen kannst du dir nicht erlauben, Wastelands zu spielen, die dich dann selber mana-mäßig zurücksetzen. Ja, das kann. Also, ja. Ich habe es ihm jetzt mal geglaubt. Ja, also wenn man mit mehr Retrofitter Foundry oder das Deck halt mehr auf das auslegt, auf jeden Fall. Mhm. Gut, Christopher, danke fürs Vorstellen. Bitte gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr Kommentare in dem Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt es natürlich im Spiel am Wien antreffen und auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr abonniert, wenn ihr liked, wenn es euch gefallen hat und natürlich sonst, wenn ihr uns im nächsten Video wieder seht. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao, ba.
Ich finde das Deck so cool. Ich finde das Deck richtig, richtig cool. Ich mag's auch gerne. Ich habe dir gesagt, der Eddie ist damit 8-0 gestanden. Mhm. Und ist, also in einem Turnier ist er auch 8-0 gegangen, also hat kein Match abgegeben. Das ist echt Banane. Das ist wirklich ein gutes Deck. Es ist wirklich ein gutes Deck. Es macht auch echt Spaß zum Spielen. Also.